Hallo und herzlich willkommen. Wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei. Das hier ist die dritte Soundbar, die darum kämpft, mein altes Teufel Konzept R2 abzulösen. Diese Soundbar hier kommt auch aus dem Hause Teufel und heißt Teufel Cinedeck. Als ich das Ganze vor circa 3 Wochen ausgepackt habe und kurz Probe gehört habe, war meine erste Reaktion die hier. Ich blende euch das irgendwo mal ein. Das hier hatte ich auf Instagram gepostet. Also, falls ihr mehr wissen wollt, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's los. Und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und eventuell auch noch Zeit findet, einen Kommentar da zu lassen. Und falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, sei es jetzt zum Thema Smart Home, Technik im Allgemeinen oder vielleicht sogar HiFi, dann klickt auf Abonnieren, da oder da, bin mir gerade nicht sicher. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. So werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video online ist. Also, los geht's. Viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Das hier ist also das Cinedeck von Teufel. Das ist keine typische Soundbar, sondern ein sogenanntes Sounddeck. Was ist der Unterschied? Nun ja, zum einen könnt ihr hier zum Beispiel euren Fernseher draufstellen. Ich habe jetzt leider zu diesem Modell keine Daten gefunden, wie viel Kilo der Fernseher wiegen darf, aber das Vorgängermodell, da konnte man Fernseher draufstellen, die bis zu 60 Kilo gewogen haben. Und ich denke mal, das wird bei dem hier nicht anders sein. Aber ganz ehrlich, was wiegen die Fernseher von heute noch, wenn es hochkommt, irgendwas um die 10 bis 20 Kilo, je nachdem, wie groß der Fernseher ist. Meiner ist relativ groß und der wiegt 35 Kilo. Also das sollte er locker aushalten oder sollte das Cinedeck locker aushalten, wenn der Fernseher nicht gerade irgendwie 10, 15 Jahre alt ist. Was ist der Vorteil von so einem Sounddeck? Ja, das ist relativ einfach. Ihr habt mehr Platz und mehr Volumen. Wieso mehr Platz? Nun ja, hier drin stecken unten drunter versteckt 230 mm Subwoofer. Die hätte man normalerweise in einem solchen flachen Gehäuse nicht unterbringen können. Zur Verarbeitung. Das Cinedeck besteht aus MDF. Das Ganze ist dann mit einer Folie laminiert und dann wurde das Ganze hier lackiert. Das Cinedeck gibt es einmal in Schwarz, so wie ihr es hier unschwer erkennen könnt, und dann gibt es das Ganze noch einmal in Weiß. Die runden oder abgerundeten Ecken hier und generell die Verarbeitung, sei es jetzt die Schrauben oder sei es die Lackierung, alles teufeltypisch perfekt verarbeitet, man findet keine Macken oder ähnliches, aber in dieser Preisklasse kann man auch nichts anderes erwarten und man ist auch nichts anderes von Teufel gewöhnt. Die Abmaße des Cinedecks, das Ganze ist 35 cm tief, 80 cm breit, 8,5 cm ist es hoch und wiegt 10,7 Kilo. Schauen wir uns die technischen Daten an. Die Musikausgangsleistung beträgt 220 Watt RMS. Das Ganze wird von einem Class-D-Verstärker angetrieben. Wir haben hier 9 Lautsprecher verbaut. Davon haben wir hier vorne 7 Breitbandlautsprecher verbaut, die 50 mm groß sind. Das Ganze ist wie folgt aufgebaut, beziehungsweise lasst mich mal kurz die Abdeckung abnehmen und dann zeige ich euch das, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. So, wir haben hier vorne genau in der Mitte einen Center-Lautsprecher verbaut. Das ist auch der Grund, wieso hier das Display ein bisschen versetzt angebracht ist. Dann haben wir hier jeweils 2 Stereo-Lautsprecher für rechts und links. Und hier jeweils an der Seite haben wir diesen Side-Firing-Lautsprecher, der dafür verantwortlich ist, mithilfe des Dynamo Ultras einen Surround-Effekt oder Surround-Feeling aufkommen zu lassen. Außerdem haben wir hier unten, wie vorhin erwähnt, noch 230 mm Lautsprecher, die als Subwoofer dienen. Das Ganze sieht dann so aus. So, was habe ich noch vergessen? Also das Display hier, fast vergessen. Das Display, das ist so ein sogenanntes, ich glaube, Dot-Matrix-Display. Aber ich blende euch da noch ein paar Bilder ein. Das Display, perfekt ablesbar, ist in teufeltypisch rot gehalten und wird so auch in anderen Soundbars eingebaut, soweit ich das beurteilen kann.
Hier an der Seite haben wir noch einen Lautstärkeregler, dann haben wir einen Ausschalter, womit wir die Soundbar ein- und ausschalten können, ein Bluetooth-Knopf, womit wir Bluetooth aktivieren können und ja, den Kopplungsmodus starten können, und der Ein-Ausschalt-Knopf, der dient auch gleichzeitig noch als Play- und Pause-Button. So, kommen wir zu den Anschlüssen. Also, wir haben hier einmal die Spannungsversorgung, dann haben wir einen Cinch Aux-In, einen Optical-In, einmal HDMI-TV und HDMI-In sowie einen Micro-USB. Der HDMI-Eingang bzw. Ausgang, der unterstützt 4K-Pass-Through, das heißt, ihr könnt euer 4K-Signal durch dieses CineDeck durchschleifen und an eurem 4K-TV wiedergeben. Außerdem verfügt das CineDeck über einen ARC-Anschluss oder Audio-Return-Channel sowie über CEC, womit ihr dann euren Fernseher bzw. das CineDeck über eure Fernbedienung des Fernsehers steuern könnt. Außerdem besitzt das CineDeck noch Bluetooth und unterstützt den aptX-Codec zur Musikwiedergabe in CD-Qualität. Da ja bei mir vieles über die Tante A gesteuert wird, hat mir das sehr gut gefallen, dass Bluetooth an Bord ist. So kann man zum Beispiel einfach sagen, Tante A verbinde den Lautsprecher, und dann verbindet sich die Tante A mit dem Lautsprecher und man kann die Musikwiedergabe von der Tante A hier auf diesem Lautsprecher wiedergeben. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Alexa, verbinde den Lautsprecher. Suche läuft. Spiel Musik. Okay, ich spiele deine meistgespielten Songs sowie Songs, die dir gefallen. Da, stopp. Da, trenne die Verbindung. Verbindung mit Teufel CineDeck getrennt. Falls euch die Anschlüsse nicht genug sein solltet und ihr Wert darauf legt, dass hier noch WLAN oder Ethernet oder Spotify mit an Bord ist, Teufel bietet noch einen Connector an, beziehungsweise der Nachfolger heißt Streamer. Den könnt ihr dann hier anschließen und dann wird aus eurem normalen Lautsprecher ein smarter Lautsprecher. Das Ganze kostet dann aber auch ein bisschen. Falls ihr Interesse habt, guckt mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch diesen Streamer, und wie gesagt, dann wird aus eurem normalen Lautsprecher ein smarter Lautsprecher. Zum Lieferumfang, da ist im Endeffekt fast alles dabei, was ihr braucht. Wieso fast? Naja, der Lieferumfang ist nicht gerade sehr groß. Wir haben hier einmal die Spannungsversorgung oder das Kabel für die Spannungsversorgung, dann haben wir hier noch eine Fernbedienung und Batterien sind auch noch enthalten. Ansonsten ist noch eine Bedienungsanleitung drin und das war es dann aber auch schon. Was fehlt, also Toshlink-Kabel oder HDMI-Kabel, ist leider keins dabei. Da wurde leider dran gespart. Für mich persönlich war das jetzt nicht so wichtig, da ich das Ganze im Überfluss hier zu Hause habe. Aber der ein oder andere, der wird es bestimmt vermissen. Zum Kabel, das finde ich ganz uncool, also das gefällt mir überhaupt nicht. Wieso? Das Kabel ist extrem kurz. Ich weiß nicht, wieso man an einem solchen Kabel spart. Ich meine, bei einem Preis von 500-600 Euro sollte doch ein längeres Kabel drin sein. Klar, man kann mit Verlängerungskabel arbeiten, aber mir gefällt das absolut nicht, wenn ich mit Verlängerungskabeln arbeiten muss. Und wenn das Kabel dann ein bisschen zu lang ist, dann wickelt man das einfach ein bisschen zusammen und gut ist. So muss ich aber leider mit einer Verlängerungsschnur oder mit einem Verlängerungskabel arbeiten. Gefällt mir ganz und gar nicht, an der falschen Stelle gespart. Zur Fernbedienung. Die Fernbedienung ist sehr schön. Die besteht aus irgendeinem Metall oder irgendwie sowas. Also ist kein Kunststoff oder ähnliches. Die Batterien, hier ist eine Imbusschraube drin. Da kann man hier die Abdeckung unten abmachen und dann werden die Batterien da reingeschoben. Zur Fernbedienung. Sie liegt gut in der Hand, macht ein wertiges Gefühl. Die Druckpunkte gefallen mir.
und man kann alles, was man einstellen muss, halt hier über diese Fernbedienung einstellen und das Ganze wird dann natürlich auch noch hier vorne auf dem Display angezeigt. Kommen wir zum Sound. Wie eingangs schon erwähnt, ist der Bass, den diese Soundbar von sich gibt, ist echt extrem. Ich habe noch kein einziges Mal einen Subwoofer vermisst, seitdem ich diese Soundbar bei mir im Betrieb habe. Der Bass, der ist mehr als ausreichend und ganz ehrlich, wer sich eine Soundbar kauft ohne Subwoofer, der will so eine Kiste auch nicht bei sich haben und der sollte auf jeden Fall mit dem Bass, der hier rauskommt, zufrieden sein. Die 13 cm Subwoofer hier, die machen eine echt gute Arbeit. Klar, sie können es nicht mit einem normalen Subwoofer aufnehmen, aber wie gesagt, wer sich eine Soundbar ohne Subwoofer kauft, der möchte halt auch keinen Subwoofer haben oder hat keinen Platz dafür. Und für den ist diese Soundbar genau richtig, denn hier kommt anständig Bass raus. Zur Klangqualität fangen wir mit der Musikwiedergabe an. Der Klang, der ist gut, aber nicht sehr gut. Mir fehlt ein bisschen was im Hochtonbereich. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass hier keine Hochtöner verbaut sind, aber ich denke, Breitbandlautsprecher können auch nicht die Arbeit von Hochtönern übernehmen. Und so hat mir ein bisschen hier dieser Wow-Effekt gefehlt, den ich bei dem Sub hatte. Da fehlt es irgendwie an Brillanz. Bei dem Bass dachte ich, wow, was ist das? Aber beim Hochtonbereich dachte ich, oder als ich Musik und den Hochtonbereich gehört habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist gut, aber das haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Ich habe hier so eine alte Hi-Fi-CD, eine Test-CD aus meinen alten K-Hi-Fi-Zeiten. Und dort gibt es so ein Lied, da ist so eine Frau, singt ein Lied und die hat eine echt grandiose Stimme. Und wenn ich normalerweise dieses Lied höre, dann bekomme ich Gänsehaut, weil sich das so geil anhört. Und mit diesem Scene Deck hatte ich dieses Gefühl halt nicht. Da hat dieser Wow-Effekt irgendwie gefehlt. Aber ganz ehrlich, wenn man im Alltag Musik hört und sich nicht auf den Klang konzentriert, dann wird man da keinen großartigen Unterschied merken. Und selbst wenn normale Musik, die irgendwie im Radio oder sowas läuft, da konzentriert man sich nicht auf den Klang und die ist auch nicht für den Klang ausgerichtet. Da wird man keine Unterschiede merken oder fast gar keine. Diese Musik-CDs oder Test-CDs, die sind ja extra für diesen Klang ausgelegt und dass jedes Detail rüberkommt und dass man dort dann Unterschiede hört, klar. Aber wer hört denn im Alltag schön klingende Musik, sage ich mal? Und wenn ihr solche schön klingenden Musik hört, dann werdet ihr das ganz bestimmt nicht auf so einem Sounddeck hören, sondern da habt ihr zwei schöne Stereo-Lautsprecher und vielleicht noch einen schönen Stereo-Verstärker und hört dort diese schön klingende Musik. Aber wie gesagt, für Alltagsmusik ist das total zu vernachlässigen, dass dort dieser Wow-Effekt gefehlt hat. Dynamo Ultra solltet ihr zur Musikwiedergabe ausgeschaltet lassen. Wenn Dynamo Ultra aktiviert ist, dann habt ihr zwar dieses breitere Bühnenbild, aber die Klangqualität geht ein bisschen verloren und deswegen empfiehlt es sich, Dynamo Ultra bei der Musikwiedergabe zu deaktivieren. Nochmal zum Bass. Beim dritten Song auf meiner Test-CD, das ist so ein älterer Mann mit Gitarre, also ein Lied mit einem älteren Mann und einer Gitarre. Der Mann hat so eine extrem tiefe Stimme. Dort hat es dann angefangen zu scheppern. Aber nicht von der Soundbar an sich, sondern von meinen Bilderrahmen, die auf dem Fernseherschrank sind. Ich habe den ganzen Test bei Lautstärke 75 gemacht. Maximal kann man hier 100 einstellen. Nur mal so zum Verständnis: normales Fernseher schaut man auf Lautstärke 45 ungefähr. Filme, wenn es ein bisschen lauter sein soll, 55, 60, sowas in dem Dreh. Und wenn man es ein bisschen übertreibt, 70 plus, also 75 ist schon wirklich eine Hausnummer. Auf jeden Fall, dort hat es dann angefangen zu scheppern und worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr euch für diese Soundbar entscheidet, dass ihr ein Möbelstück habt, was diese Soundbar auch aushält. Also nicht vom Gewicht her, sondern vom Basspotenzial, was hier rauskommen kann. Dadurch, dass der Bass so extrem stark ist, kann es anfangen zu scheppern und dann wird der ein oder andere denken, dass die Soundbar schlecht ist oder die Soundbar defekt ist. Aber ihr könnt es im Endeffekt ganz einfach testen.
falls ihr ein Scheppern wahrnehmt oder den Bassbereich irgendwie anfängt zu brummen, stellt mal die Soundbar einfach auf den Fußboden, wo nichts vibrieren kann, und testet dann nochmal. Und dann werdet ihr sehen, dass es nicht die Soundbar ist, die dieses Geräusch erzeugt, sondern im ungünstigsten Fall euer Möbelstück, dass das nicht für diese brachiale Gewalt oder brachialen Bass, der hier rauskommen kann, ja, das ist nicht dafür ausgelegt, und dann ist vielleicht diese Soundbar nicht das Richtige für euch, oder ihr müsst euch ein neues Möbelstück zulegen. Ansonsten macht die Soundbar jede Musikrichtung mit, ob es jetzt Oldschool Hip-Hop ist, da hatte ja die Harman etwas ihre Probleme mit, diese hier macht das gut mit. Sonstige Musikrichtungen werden, wie ich finde, alle sehr gut rübergebracht, bis auf die Höhen. Da fehlt so ein kleiner Tick, damit ich sagen kann, wow. Meiner Meinung nach müssen aber auch ein paar Einstellungen vorgenommen werden, damit das Ganze gut klingt. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich die Soundbar auf den Sprachmodus umgeschaltet habe und den Bass auf 5 angehoben habe. Das war so für mich die beste Klangqualität, die ich herausholen konnte, zumindest für mein Gehör. Da aber jedes Gehör anders ist, muss es natürlich jeder für sich einstellen. Aber ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen mit diesen Einstellungen rumspielen und gucken, was möglich ist und was euch am besten gefällt. Kommen wir aber zum viel Wichtigeren, und das ist die Filmwiedergabe. Denn diese Soundbar soll ja euren blechernen Sound eures TVs ein bisschen aufwerten. Dort wieder die zwei Klassiker, die zwei Batman-Filme. Ich habe natürlich das Ganze auch mit anderen Filmen getestet, aber ich beziehe mich gerne auf diese zwei Filme. Bei The Dark Knight, da ist mir das Grinsen aus dem Gesicht gar nicht mehr rausgekommen. Wieder Lautstärke 75, Dynamo an und verschiedene Stellen angeschaut. Dann kam die Stelle, wo der Joker aus dem Krankenhaus kommt in diesem weißen Kittel. Er drückt da wild auf der Fernbedienung rum und irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Und dann irgendwann mal geht's los und irgendwo explodiert ein Gebäude und dann gibt es so eine Kettenreaktion und dann geht es richtig los. Also, was hier im Wohnzimmer abgegangen ist, das war schon geil. Wie gesagt, das Grinsen ist mir nicht mehr aus dem Gesicht gegangen. Einfach nur geil, muss ich euch sagen. Auch gehen die Details bei der Explosion nicht verloren. Man hört schön, wie das Glas im Hintergrund zerspringt. Durch das aktivierte Dynamo Ultra entsteht fast das Gefühl, als hätte man irgendwie Lautsprecher hinten verbaut. Also ein richtig schöner, detailreicher Klang und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen. Es ist schon Wahnsinn, was Dynamo Ultra und diese Sidefiring-Lautsprecher auf die Beine stellen. Es ist ein richtig starker, raumfüllender Klang mit sehr vielen Details, sehr gut wahrnehmbar, die Umgebungsgeräusche, alles ist vorhanden. Überhaupt macht Dynamo seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir da noch fehlt, wären vielleicht diese Lautsprecher, die nach oben gerichtet wären und dann diesen Effekt erzeugen, dass der Klang noch von oben kommt. Aber nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier Kritik auf allerhöchstem Niveau. Und dafür gibt es ja eigentlich die Teufel Lux, die diese Lautsprecher hat. Aber das wäre schön gewesen, wenn die Dinger hier auch noch verbaut wären. Aber wahrscheinlich wäre dann der Preis auch noch mal ein paar Euro nach oben gegangen. Aber ansonsten finde ich, die Soundbar hier hat einen echt guten Job gemacht, was die Filmwiedergabe angeht. Kommen wir zum Fazit. Ein sehr geiles Teil. Ich hatte ja 3 Stück bei mir hier zum Testen, wie gesagt, und habe mich im Endeffekt für das Teufel Cinedeck entschieden. Ja, das Teufel Cinedeck hat im Hochtonbereich ein bisschen unter den anderen abgeschnitten, aber ganz ehrlich, ich höre im täglichen Leben keine klassische Musik oder keine schön klingende Musik. Deswegen hat das für mich überhaupt keine Rolle gespielt, dass dort der Hochtonbereich etwas gelitten hat. Für mich war es viel wichtiger, dass die Musikwiedergabe von der Musik, die ich im Alltag höre, dass die gut wiedergegeben wird. Und das ist im Endeffekt gar nicht so einfach, da ich von Oldschool-Hip-Hop bis New-School-Hip-Hop, Marilyn Manson, In Extremo
Oder ja, wie heißt es so schön auf Amazon, diese gute Laune Popmusik. Da ist echt alles dabei, selbst so extremes oder ungewöhnliches Zeug wie in Extreme oder sogar noch ungewöhnlicheres, aber das gehört dann nicht hier rein, ist, was Musik angeht, alles drin. Und das macht die halt mit. Deswegen konnte ich diesen Punkt, dass der Hochtonbereich ein bisschen schlechter abgeschnitten hat, von meiner Kontraliste streichen. Und dann bleibt meiner Meinung nach auch nicht mehr viel übrig. Also falls ihr keine schön klingende Musik im Alltag hört, dann könnt ihr das mit dem Hochtonbereich von eurer Kontraliste streichen. Und dann bleibt im Endeffekt nur noch ein Punkt, der wichtig ist. Ihr braucht ein Regal, die das hier mitmacht oder die den Bass, der hier rauskommt, mitmacht, und dann werdet ihr glücklich, da bin ich mir ganz sicher. Also für den Preis muss ich das CineDeck nicht verstecken. Der aufgerufene Preis, der liegt irgendwo zwischen 530 und 600 Euro, je nachdem, was für eine Aktion gerade verfügbar ist und wegen der gesenkten Mehrwertsteuer. Für mich allen ein fairer Preis, den Teufel dafür sein CineDeck verlangt. Von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Ich habe mir das Teil, wie gesagt, selber gekauft und habe es jetzt auch behalten und werde es nicht mehr zurückgeben. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Vor allem finde ich die Wiedergabe bei Filmen extrem geil. Und ja, was will man mehr? Das wollte ich und das habe ich bekommen. Ich bin, wie gesagt, sehr glücklich. Falls ihr euch nicht sicher seid, Teufel bietet ja eine achtwöchige Rückgaberecht an. Das heißt, ihr könnt das Teil 8 Wochen Probe hören und wenn ihr merkt, dass es euch nicht gefällt oder vielleicht euer Möbel nicht stabil genug ist, dann habt ihr 8 Wochen Zeit, um das Ganze zu testen und könnt das Ganze dann wieder zurückschicken und bekommt euer Geld wieder. Aber bitte dran denken, Artikel, bei denen ihr euch nicht sicher seid, behandelt die pfleglich und nicht irgendwie durch die Gegend werfen und nutzt die Gutmütigkeit von Teufel aus. Ich finde das nicht cool. Deswegen immer vorsichtig sein mit Artikeln, wo ihr euch nicht sicher seid. Ansonsten in diesem Sinne, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und einen Kommentar da lassen würdet. Und falls ihr noch kein Abo habt, auf Abonnieren klicken und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein Video in Zukunft. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit eurem CineDeck.